So, da sind wir wieder zur Zockerzone spielen. Mafia 2, Hoffi Doppelpack Folge. Zumindest die Fahrt. Zumindest die Fahrt, genau. Danach und die Cutscene darfst du auch spielen danach. Wir können ja auch so auf Hälfte der Folge fliegenden Wechsel machen, dann kriegst du auch noch eine ganze danach. Da hat jeder anderthalb Folgen oder sogar. Ach, Völlefanz. Ich hab das Spiel ja schon mal gespielt. So, wo ist denn jetzt hier? Ah, gutes Auto. Das? Nee, links. Ja. Das? Ja. Sieht so. Wie hau ich das Ding jetzt kaputt? B. Scheibe, B. Ja, hab ich gemacht. Bam, beam, beam. So, jetzt rein da. Und dadurch habe ich jetzt automatisch die Bullen am Arsch oder wo ist der Unterschied? Nur wenn sie am Start sind. Achso, dann bringt es ja nur Vorteile jetzt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kriegt man einen Dollar weniger, wenn man das verkauft. Ja. Ich weiß auch nicht genau. Weil wenn man am Knacken ist und die Polizei fährt vorbei, dann werden sie auch sauer. Ja. Also ich weiß es nicht. Muss ja irgendwas mit dem Verkaufen zu tun haben. Obwohl wir ja auch noch nie aktiv wirklich. Warte, links. Nein, das ist ein Baumhoffi. Oh, direkt tot. Oh, direkt tot. Okay, ich bin da diesmal halt auch mit Endgeschwindigkeit in diese Kurve gegangen. Aber ich muss mich halt relativ eng reinschmeißen, sonst hau ich doch eh voll gegen die Seite, weißt du? Deswegen fahre ich auch immer so eng da auf diesen Baum zu. Ja, du musst anbremsen, genau, und dann, mit der Handbremse einlenken. Aber hast du gesehen, der Baum hat nicht mal ein Blatt verloren. So welches Auto nehme ich? Ja, wir sind alle kacke jetzt. Wir sind alle kacke. Was? Nix? Nix. Nix. Nochmal Neustart kurz? Ja. Würfen das wir nochmal neu für ein neues Auto. Ja, das war echt. Ladezeiten das ist auch, gehen, ja. Ja, aber warum machen sie das denn mit den Autos random? Dann sollen sie einem da ein gutes hinstellen, das ist ja völlig okay. Mhm. Und das soll denn da immer stehen? Ist ein Sandbox-Game, Hoffi. So, kein Auto in Sicht. Nein, da müssen wir einfach irgendeine so Dreckskarre nehmen. Lol. Aber vielleicht komm, machen wir damit weniger Unfälle. Wir gehen raus. Hey, nee, steig schon aus. Hey, raus mit dir. Das dauert schon alles zu lange. Ja. Komm. Sorry, echt dicke Sorry. Ich bin ja nun auch kein Mensch auf Video von diesen ganzen Neustarten, aber es bringt ja auch nichts. Wenn man schon sieht, das Ding ist von Arsch, dann müssen wir jetzt durch. Bevor wir da 10 Minuten in der Gegend rumfahren und merken, es hätte von Anfang an nicht gereicht. Da wollte die Tür nicht aufhören, der sagt. So, aber da gibt uns kein gutes Auto mehr. Da muss das Erstbeste nehmen hier. Und mit B aufhauen, das Ding. So. Da ist die Bullerei, hat sie nicht mitbekommen. Ich glaube, ich knacke nie wieder ein Auto. Oh, guck mal, das Ding. Sie merkt das doch, es ist ein Panzer. Es ist ein Panzer! Was du die Mission? Das wäre jetzt cool, wenn ich schon so ein Zeichen kommen würde, Mission gescheitert. Ja, genau. Weil das Auto, was du genommen hast, kann man gar nicht an. Nein, das. Wenn das Spiel das schon erkennen würde. Oh. Ja, aber Achtung, da kommt gleich ein Baum vor der Kurve. Ja. Ja. Das Oma-Mobil geht ab. Hast du noch was erzählen, was gerade so aufregend ist? Hab ich noch was? Auf der Arbeit hat jemand ein Poster angebracht. Katze vermisst. Katze? Was? Und dann habe ich mich gefragt, hat er seine Katze zur Arbeit mitgebracht? Und verloren? Oder warum denkt er, dass auf der Arbeit jemand seine Katze findet? Ich weiß auch nicht. Aber ich fand's niedlich. Das war meine Story für diese Folge jetzt. Hast du die Kurve gesehen, Digga, mit dem Oma-Mobil? Also, muss sagen, das fährt sich wenigstens, das fährt nicht so schnell. Das dreht halt nicht ganz so durch, ja. Man kann sich ein bisschen. Das untersteuert nicht dazu, ja. Der hat sich aber versteckt, den habe ich auch nicht gesehen, den Wagen. Der kam einfach mal auf. Ja, aber was sollte ich denn auch machen, ne? Das andere hat ja dicht gemacht. Ja, ja. Und wenn ich voll reinreiß, dann dreht das Ding eh. Dann kann ich gleich den Unfall bauen, kostet genauso viel Zeit. Aber schau mal, zeitmäßig sind wir gar nicht so schlecht. Bei der Kurve hier, als wir gut wussten, dass wir versagen, waren wir aber schon bei drei Viertel. Und jetzt sind wir gerade mal so bei drei Fünftel. Das stimmt, das stimmt. Also das ist gar nicht so schlecht. Also vielleicht ist tatsächlich ein Auto, was sich besser steuern lässt, dafür ein bisschen weniger Endgeschwindigkeit hat, für uns die bessere Alternative. Ja, mal schauen, mal schauen. Aber noch bin ich auch guter Dinge. Okay. Also ich hatte auch bisher ja jedenfalls keinen Unfall. Also jetzt abgesehen von diesem einen Ding, aber das war nicht so... Unfall, aber das war eigentlich eher nur ein extravagantes Bremsmanöver. Richtig. Hi, Brooke. Wir sind zumindest schon mal in der Postleitzahl, wo wir hin müssen. Oh, Hoffi hat diesen Wechsel im Untergrund perfekt gemeistert. Von Teer auf Wiese, wieder auf Teer. Optimal. Das sind aber die Rallye-Reifen, die du aufgezogen hast. Hier links rein? Ja, bitte mal. Genau. Mit Schwung. Genau, geradeaus am besten fahren. Nee, ich steig aus. Ich weiß nicht, beim Auto. Renn zur Treppe. Das muss es doch jetzt einfach sein. Ja! Ja! Come on! Leo. So, hier ist der Controller. Dankeschön. Oh. Leo, lass das. Ich bin's, Vito. Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen sollen. Leo, wir haben keine Zeit. Sie wollen dich aus dem Weg räumen. Du musst weg hier. Was?
Komm rauf, Vito, hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft, jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er es auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich habe meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Dort, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenne den Typen, ich habe ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich ziehe mich an. Verdammt, zu spät, sie sind da. Oh, scheiße, Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken, schnell. Das war geil, das war die zerbeulte Karre von ja, uns, ja, ne? Das ist voll abgefuckt, Auto, was ich da voll gegen das Ding gesetzt habe. Wir sind ja mit Henry auch gefahren, mit Henrys Auto. Ja. Hat er gesagt, fahr mich da irgendwo hin und dann hat er sich das gemerkt, den Zustand des Autos. Das ist eigentlich schlecht, ja? Das ist cool, ja? Kommt der Henry mit der total zerkackten Karre da an, ey. Ja, was ist jetzt der Plan? Ja, irgendwie, ich denk mal, nee, wir wollen ihn ja, Henry wollen wir ja nicht umnieten, ne? Das nee. Ist ja eigentlich, ist er ja irgendwie unser Freund, auch wenn ich ihn nicht mag. Haben wir eine Mission? Entkomme mit Leo, lass dich nicht von Henry erwischen. Ja, okay. Und Opa ist uns im Gepäck. Ich kenne die Villa halt nicht. Ich weiß nicht, wie wir hier rauskommen. Hier raus vielleicht? Oh, das ist schon gut, das ist eine Taube. Aus dem Auto raus, die Taube zur Freiheit, Mann. Wir brauchen nur ein Seil oder sowas. Holen wir ein paar Laken aus der Waschkette. Ich suche den Wäschekorb im Schlafzimmer? Warum denn das? Was ist denn jetzt los? Kannst du damit vielleicht einen Weg in... Wie heißt? Bauen wir Leo, uns so eine, ist das Leo? Nee, bauen wir uns eine Leiter denn, oder was? Wer ist denn der, sag mir doch. Leo Clementi. Leo war das, naja. Wo ist das Schlafzimmer, Hoffi? Ja, das, guck dir mal an, dem Mantenwesen. Vor allem den senilen Mafia-Mann, da brauchst du ja auch keine Fragen. Peter, verdammt, was machst du hier? Okay, ganz ruhig, Henry. Nimm die Waffe runter und schick die Jungs weg. Ich erkläre dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich habe ihn absichtlich beschissen und verdammt, legt mich... Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich habe einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcones Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo, es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner? Leo? Willst du einen Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Salut. Tja. Hauen wir ab. Bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Okay, müssen wir noch den Wäschekorb finden, oder? Nee, ich glaube, das hat sich erledigt. Oder? Jetzt heißt es endlich Freiheit hier, Mann. Oh, Mann.
Also momentan palabern die echt ein bisschen viel, ne? Ja, wir suchen uns das nächste Mal ein LP, wo es keine Cutscenes gibt. Also das ist schon, also Mafia ist bisher unser, für uns, glaube ich, schwerstes Projekt. Weil wir uns die ganze Zeit zurückhalten müssen. Ja, das also, ist schon, oioioi. Und seitdem ich, seitdem wir herausgefunden haben, dass Leo Galanti hier von Homer Simpson gesprochen wird, kann ich das auch manchmal nicht ganz so ernst nehmen. Nein, nein, nein. Okay, Vito, aber man hat zumindest gerade mal gesehen, dass Vito doch zu viel hat. Und wie er draußen schon auch geschildert hat, als er gemacht. Genau das meine ich, richtig, dass er wieder, genau, wie die Hände gezittert haben, als er in der Erwartung, als er stirbt. Aber ansonsten sind wir doch Frank erzählen, was passiert ist. Ja, schon. Widerstände zwecklos, ich assimiliere. Aber danke. Die ganze Sache ist urplötzlich. Ein bisschen Charakterentwicklung zumindest auch mal bei Vito. Verstehst du? Ja. Ja. Natürlich. Ja. Was hast du erwartet? Fährst du ein, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer ein verlogener Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Aber elegant, das hat er Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Was machst du jetzt? Oh nein. Ja, ja, Spin. Den ersten Zug nach Lasthaven. Ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Ja, also dieses Gymkhana war dort frei. Ich kannte das auch gar nicht, aber da kann man sich auch auf YouTube angucken. Das gibt es also in Wirklichkeit. Und Ken Block eben auch mehr oder weniger groß gemacht. War aber nicht so spektakulär, ne? Das ist klar. Wenn Carlo die Videos? Ja, also im Vergleich zu dem, was man im Spiel halt hat. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauen. Das Auto, ne? Ja, ja. Im Spiel sieht das alles voll cool aus. Von den Farben her, dieses Gymkhana-Auseinandersetzung irgendwie. In echt sieht das alles so ein bisschen Gottschalk. Ja, genau. Mit diesem Knall. Quietschbunten gelben Blöcken, die man da kaputt fahren kann. Nein, ich will doch nur hier. Ich will nur alles, was passieren kann, aber. Okay, so viel dazu. Ah, wir sind am Missionsziel angekommen. Habe. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Wir machen halt jedes Mal wieder was Dummes. Wir sind Mafiosi. Alter Mann. Ja, und wir müssen einfach alle kaputt machen. Mehr ja, warum gehen wir nicht? Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Noch ein schönes Leben, alter Mann. Polizisten. Nein, nein, also alle anderen Mafiosi. Außer Joe. Das Joe lassen wir am Leben. Joe und wir dann und halt. Und Leo. Und alle anderen machen wir jetzt einfach kaputt. Henry vielleicht noch. Nee. Dann graben wir okay, Martin. Doch. Also Henry hat jetzt doch schon Kopf gesammelt. Und dann graben wir Marty aus, holen noch Zombie Marty ins Geschäft. Oh ja. Ey, Zombie Marty. So. Aber das, also guck mal, ich hätte ja schon Angst, Schiss, wenn so ein richtiger Mafiosi vor mir stehen würde. Aber Zombie-Mafiosi? Oh mein Gott. Gibt es einen Zombie-Mafiosi-Film? Noch nicht, aber ich glaube, nachdem das hier jemand gesehen hat, gibt es ja Spieleentwickler. Also wir Jungs. Haben jetzt schon mal Copyright auf dem Film. Der denkt sich dann auch so, der Spieleentwickler. Die Jungs, die haben was entdeckt. Ja, das ist die Lücke. Zombie-Mafia-Spiele. Und in den nächsten Jahren kommt nichts anderes mehr auf den Markt. Aber es gibt auch für jeden Scheiß einen Zombie-Modus. Für COD gibt es Zombie-Modi, es gibt Zombie-Modus hier für hier Red Dead Redemption und alles mögliche. Zombies kommen halt immer. Gibt es doch kein Lego-Zombie eigentlich? Nein, tatsächlich nicht. Komisch. Alleine komisch. Ja. Aber schau mal, wir haben ein neues, schnelles Auto, ne? Das ist eine andere fixe Karre, als die wir bisher hatten. Ja, gefällt. Auch, ja. Gefällt. Ein bisschen Zeitgenießer. Mir gefällt der Arsch. Also das ist das Heck. Okay. Das Heck. So, muss jetzt wieder pennen oder was ist jetzt hier? Ich wollte mal schauen, ob wir noch ein Auto einpacken können. Oh, guck mal, der sieht ja auch aus. Aber den haben wir in schwarz. Aber der sieht aber schick aus vom Lack. Ist gekauft. Ja, also wenn du jetzt klaust, dann kannst du auch die ganze Nachbarschaft beklauen. Das ist aber ganz schön assig, ne? Das ist direkt vor deiner Haustür. Wahrscheinlich klaust du jemanden das Auto und fährst es in deine Garage. Wahrscheinlich ist es sogar unser Auto. Da merkt man auch irgendwo eine Ass, wie abgefuckt du schon drauf bist. Wir kennen gar keine. Was ist denn jetzt hier los? Unsere Schwester. Was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert dauernd wilde Partys und er... Schlägt er dich? Nein. Aber er hat eine andere irgendwo, ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl polier ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, normalerweise ist er alles dort. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito. Aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge. Ich pack ihn schon nicht so hart an. Also, ich denke mal... Der ist dran, ey. Aber siehst du die Parallelen bei Ass Creed? Mussten wir auch relativ am Anfang gleich für unsere Schwester... Ja, ja. Auch den fremdgehenden Freund oder Ehemann, den Freund zu dem Zeitpunkt genau, erstmal die Leviten lesen.
Ich muss sagen, gefühlt haben wir schon viele Folgen unsere Schwester nicht mehr gesehen gehabt. Das ist dann lange wieder eine. Und dann gleich so eine Scheiße, weißt du? Schnapp mir das graue Auto, was wir uns frisch geklaut haben. Ja, Mann. Da kein Gebäude. Ja. Ein Perfekt. Wow! Kennst du den Film? Jaguar Man oder Jaguar irgendwie? Ich glaube schon, aber der heißt nicht so einfach. Irgendwas mit Jaguar. Ja. Aber nicht Jaguar. Nee. Nee, das war sonst total anderes sein. Ich bin Jaguar Man. Wow! Und da kommt immer so ein schlechtes Wow-Geräusch, wenn er halt rumspringt. Und er springt halt ganz billig von so einem Schuhkarton auf den Boden. Mit so einem ganz lächerlichen Sprung, so an der Joa. Und dann. Wow! Richtig schlecht. Und die hatten, glaube ich, auch das 6-Millionen-Dollar-Mann-Geräusch geklaut. Das war ja noch so ein Aufreger. Ja, aber das ist so schwer nachzumachen. Kann man nicht, also nicht so richtig, ne? Aber wir sind auch schon wieder am Ende angelangt. Der Hoffi hat also gleich einmal die Gelegenheit oder dann die Ehre, die Ehre unserer Schwester zu verteidigen. Oh ja, da bin ich der Richtige für. Ja, du hast dich mal beim Schlagen, hast du dich immer gut angestellt. Ja, und, der kriegt sowas von in die Fresse. Oder knall ihn gleich ab. Das entscheiden wir gleich. Na, erstmal kriegt er klassisch, wenn er mir dann dumm kommt. Ja, da habe ich dann auch 6 kleine Freunde, die alle viel schneller laufen. Das ist aus Roger Rabbit, ne? Oder zumindest gab es bei Roger Rabbit auch eine Stelle, wo die das gesagt haben. Ist das nicht Pulp Fiction? Ich habe Roger Rabbit auch gesehen, aber da haben die auch ja selber gesprochen, die Kugeln. Beim Realfilm Roger Rabbit? Roger Rabbit, wo er am Ende. Ich liebe den Film. Ich habe den Film nie ganz durchgestanden. Ich mochte den irgendwie. Der war geil, am Ende. Weil also als Kind, weiß ich noch, bin ich bei meiner Schwester, das kann mich noch ganz genau erinnern. Und da, sie hatte Premiere oder so, ne? Und dann lief da Roger Rabbit. Ja. Ne? Und. Ich fand den so scheiße. Nein, Mann, der war richtig gut. Ich wollte ins Bett so. Ich weiß auch nicht, irgendwie hatte der mir gar nichts gegeben. Das, vielleicht war ich zu jung. Du bist kein guter Mensch. Ich war wahrscheinlich zu jung für. Wie alt warst du denn? Weiß ich nicht. So wie, wann kam der raus? 6, 7, 8 oder was? Ja. Ja, okay, dann verstehe ich das. Weil der Film ist tatsächlich recht ernst. Und auch nicht immer so lustig. Also er ist lustig schon, aber er ist manchmal auch ziemlich an der Grenze. Okay. Ist auch eine recht komplexe Detektivstory, was man gar nicht vermuten würde bei so einem Film. Und am Ende ist er halt in Cartoonland. Das ist ja so ein freaky ja, Welt, das, wo die Cartoons ja so als ganz normale Menschen mehr oder weniger in der normalen Welt rumlaufen. Ja. Also super ganz, crazy. Also die auch mit dieser gezeichneten Biatch, sag ich mal. Die ja auch super sexy und der ist ja die Frau von Roger Rabbit, ja, genau, die angeblich fremdgegangen ist. Ne? Also das war ein cooler Film, finde ich. Und dann ist er nämlich am Ende dann in der Cartoon-Welt und dann schießt irgendjemand mit so einem Cartoon-Revolver. Unser Held, glaube ich, auch. Und die Bullets, die können reden. Ja, und unterhalten sich, während sie da zum Ziel fliegen. Alle, das ist Standard, Digga. Okay, Leute, ihr habt es gehört, ihr habt es frisch gehört, Hoffi redet mit Munition. Häufiger. Also, wenn er dann mit Tarnfarbe im Gesicht und Tarnhose dann mit einem dicken Mantel auf einmal irgendwo in einem Bürogebäude auftaucht, dann wisst ihr, was sie schon geschlagen hat. Ja, dann gibt's noch einen letzten Smalltalk mit meinen Freunden. Oh Mann. Nee, also, aber Amok-Witze werden nie alt, ne? Nein! Ich finde, die sind auch noch gar nicht so aufgebraucht eigentlich. Nee, irgendwie ist das so die. Ich glaube, es ist aber jetzt an der Zeit für Amok-Witze. Jetzt kann man die, glaube ich, schon mal machen. Wollen wir rein Amok-Witze-Channel machen? Ja, also ich glaube, das ist. Ne, das bevor ist wir uns weiter reinreiten, glaube ich, gehst du gleich mal den Bruder verprügeln, den Freund von unserer Sprechstunde verprügeln. Ich freue mich, guck mal, ich bin jetzt schon am Kontrolle, ich kann steppen wie eine. Solange du dich nicht umschaust. Riverdance! Mit Hoffi! Bist du Michael Flatley oder was? Oder sehen wir uns wieder, was heißt? Song and Sonnenspiel, Mafia 2! Bye bye!